Oh ja! Ja, geschafft! Ah, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tor GTA Online Action Gemetzel. Ja, wir haben uns was Schönes überlegt und ich bin natürlich wieder am Start mit Dena. Hallo, wo sind Sie? Was denn? Guckst du dir diesen Jabba the Hutt an oder was? Alter! Hallo Kev, ja, willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Ja, ich bin, meine Augen tun gerade noch ein bisschen weh. Aber sonst geht's mir gut und ich bin bereit für eine neue Challenge mit dir, Kev. Ja, wir haben uns was Schönes überlegt. Und zwar, und mir war das wieder ein Zuschauervorschlag. Wer macht die meisten Salti mit dem Fahrzeug? Und zwar haben wir uns gedacht, in der Bergregion wäre das langweilig. Und wir benutzen hier den Flugplatz. Ich würde eigentlich sagen, man darf die ganze Welt ab hier benutzen. Okay, ja. Außer jetzt in die Berge fahren. Und wir haben 10 Minuten wieder Zeit. Es zählen nur Vorwärtssaltos und Rückwärtssaltos, die komplett abgeschlossen sind. Keine ganzen. Jeder zählt einen Punkt. Und wenn man jetzt, wir sehen das zum Beispiel da vorne, sind ja diese Rampen, diese großen da hinten, ne? Die so halfpipe-mäßig hochgehen. Wenn eine solche Rampe schon einmal erfolgreich benutzt wurde, darf man sie nicht nochmal benutzen. Das heißt, hat man dort schon ein oder zwei Salti geschafft, also auf einmal, dann darf man das nicht nochmal benutzen. Und das denke ich mal ganz cool. Kev. Und wir sind beide immer noch krank. Ja, wir sind beide immer noch krank. Aber wir sind ja nicht nur krank körperlich, wir sind ja auch geistig ziemlich kranke Menschen, Kev. Und deswegen würde ich einfach sagen, 10 Minuten dauert die Challenge. Ich kann den, kann den Timer stellen. Und es geht los in 3, 2, 1, go! Attacke! Ich lass dir mal den Vortritt, ich bin mal nett. Fahr einfach mal los, ich hab genug Zeit, die Aufwärme zu machen. La 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 la. Und zack! Einer ist da. Okay. Und ich bin gelandet. Einen hab ich. Oh, nee, der nächste war kacke. Du bist doch gar nicht richtig gelandet. Nee, erzählst du, wenn man richtig landet? Ja, du musst einmal komplett rum, das heißt, da du ja auch. Ich war nochmal, das war der zweite schon. Ach, du, Alter, wie schnell hast du nicht gedreht, Alter? Ja, ich hab nach. Du musst ja nach hinten drücken in der Luft. Weil hier kommt man gar nicht raus. Doch, hier ist ein, du musst nur runterfahren. Aber Kev, du weißt ja nicht, hier oben ist noch ein. Du kannst runterspringen, da schafft man vielleicht auch noch welches Mal jetzt. Ah. Aber einen hab ich. Ich hab auch einen. Einen hab ich. Ach, du machst du das auch? Ey, Kev! Ich wollte es gerade machen. Der Block, Baby! Ja, jetzt bist du aber selber schuld. Was denn? Wenn du mich blockst? Er stellt sich ja nicht die Dreister vor, Alter. Ey! Schieb dich hier raus, dann kannst du nicht mehr hoch. Oh nein. Lass mich in Ruhe, Kev. Lass mich in Ruhe. Wir sind schon so Spielkinder, ne? Aber total. Und es steht 1-1, Kev. Es steht 1-1. Jetzt, haha, jetzt bist du hinterhergefallen. Jetzt kannst du nichts machen. Ja. Und? Oh nein, das schafft man gar keinen. Oh nein! Oh, schafft man wirklich keinen. Schade, schade, schade. So. Bam! Auto fast kaputt. Ja, ja, das war eigentlich dumm. Ich helfe dir, Dena. Nein, au! Au, das Auto trotz Schmerzen. So, aber den hier können wir noch nehmen, hatten wir ja noch nicht, ne? Ey, oh. Da fuck, was machst du da? Scheiße. Jeder von uns hat einen, also wie gesagt, den Start wollten wir uns alle so nehmen. Ich schau jetzt mal, ob das hier so klappt. So, halt, man darf sich auch jederzeit irgendwie. Und jetzt vorwärts, Alter, hat der geklappt? Nein, pass auf den Dach. Man darf sich jederzeit ein anderes Auto nehmen. Ja, ja, also der muss aber vollständig klappen, deswegen hat der jetzt zum Beispiel nicht gezählt, liebe Freunde. Oh nein! So, jetzt habe ich die Chance hier zwar benutzt, aber nicht erfolgreich, von daher darf ich sie nochmal benutzen. Ach so, stimmt! Ich habe ja auch nicht, ich habe es nicht geschafft, das heißt, ich darf das auch nochmal benutzen. Ja, ich weiß noch nicht, was du benutzt hast, aber wenn du es nicht geschafft hast, klar. Ja, fuck! Hast du doch eine Chance. Das war ein Salto! Ah, scheiße, das man hat nicht in alle Richtungen gedreht. Das war, weil ich jemanden gerammt habe im Verkehr. Das war ein Salto. Echt? Das war auf, also es war nicht gerade nach vorne, aber der hat sich dreimal nach vorne gedreht, zweimal nach rechts, einmal nach links, so richtig. Wow! Hast du das gesehen? Ja. Aber das war nicht mein Auto. Es war ich weiß, weil er hat sich so komisch gedreht. Und zack. Nein. Ja, na, es zählt nicht, zählt nicht, zählt nicht, zählt nicht. Hat auch nicht gezählt. Aber der eine, der war unfassbar. Also würde ich einfach wirklich mal zählen. Bei mir. Dann der war echt mies. Also wenn ich da falsch liege, schreibt das in die Kommentare, aber ich habe das auch, der hat ja auch nicht, das war kein sauberer Salto. Aber der hat sich mindestens einmal um die Y-Achse gedreht. Fuck! Was machst du?
Einer ist da. Und schaffen wir noch einen? Nein, Alter. Aber hab ich geschafft. Ein. Ah, ich hab's gerade hier nicht. Einer geschafft. So, hier habe ich drei. Genau, ich hab drei. Falsche Seite. Ich bin auf der falschen Seite angefahren. Guck mal, kann ich an der Seite hier, wo die Straße oben ist, einfach runterfahren? Ich dann Salto schaffe? Ja, komm schon, jetzt mach schon, jetzt er dreh dich schon. Ja, geschafft. Geschafft. Okay, ich suche mir jetzt eine andere Spielwiese. Denn hier ist, denke ich mal, abgefrühstückt. Zwei habe ich. Komm schon. Irgendwo. Ja, am besten, wenn ich in gleich ein flaches Auto bin, in den Gegenverkehr rein. Und ist dann echt gut eigentlich. Direkt nach oben drücke, weißt du? Damit er so nach vorne so wegklappt. Klar. Ich glaube, das ist ganz geil. Teste das mal. Ich bin sowieso im Vorsprung. Ich habe zwei. Ich habe drei. Okay. Oh ja! Ja, geschafft! Ich habe drei. Oh! Oh nein, das klappt nicht. Ich bin einfach mit Topspeed auf dem Flughafen. Ein bisschen über die Landebahn, weißt du, sind über die Landebahnbegrenzung einfach kurz rüber. Zack, geschafft. Wirklich, da hast du die ein Salto gekriegt? Ja! Das war knapp, aber ich hab's geschafft. Wer ist der Typ? So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Weiß. In der Kanalisation, das ist doch vielversprechend. Und? Fuck! Nein! Hey, das war kein ganzer falsch gedreht, Mist! Da hab ich mich falsch gedreht. Ich rufe nur Menschen an, VIP, was los? Lol! Ich komme nicht mehr hoch, mein Wagen hängt fest! Ja, Kev, dann musst du den Wagen mal aufgeben. Ich muss den Wagen da lassen, ne? Ja, ich habe immer noch drei, möchte ich nochmal anmerken. Das kann nicht sein, was für ein Pechvogel bin ich denn bitte? Drei Stück habe ich. Ich sehe nichts, wir haben Licht da hier einfach sehen. Ich möchte auch vorne so eine Treppe benutzen, das weiß ich auf jeden Fall. So eine Treppe hier. Ich so, weiß, dass wir noch einen Flugplatz. Und, ja, und. Oh! Oh, es war leider keiner. Wie? Hä? Ich bin immer noch. Ich bin beschäftigt. Ja, dann musst du nochmal. Da musst du nochmal das Auto nehmen. Leute, ja, wurde ich angefahren. Macht der Fahrerflucht, der Chaco? Nee. Du bist wohl nicht sein einziger. Ich hab mich verkackt, Alter. Ich hab die teuerste Bude in ganz Los Santos. Das heißt, dann muss ich eine Kartoffel und 50 Peseten wahrscheinlich da. Peseten? Eine halbe Million hat der gekostet. Ja, ich meine, der Mechaniker, der hat ja nichts davon, wenn du eine teure Wohnung hast, ne? Du musst auch immer die Menschen gut bezahlen, Kev. Ich glaube, das vergisst du. Der Mensch ist nicht so viel wert. Das ist der Mechaniker. Und? Oh ne, das hat eigentlich nicht gereicht hier. Das ist schwer, also nur mit den guten Rampen scheint das zu gehen, ne? Naja, aber es gibt ja eigentlich mehr als genug gute Rampen. Ja, ich finde nur gerade keine, weil ich gerade auf eurem Highway mich verlaufen hab. Highway ist aber auch nicht schlecht. Ich bin gerade auch schlecht, aber drei Stück habe ich. Wie viel hast du? Auch drei. Okay. Und jetzt! Und es sind nur noch 4 Minuten, Kev, es sind nur noch 4 Minuten. Was? Doch. Oh Mann, ich vergesse immer, wo die Scheiße ist hier. Mann. Ich bin noch irgendwo am Arsch der Welt die ganze Zeit. Und fahre gerade durch die Stadt, halber was, irgendwas, hier finde ich nichts. Irgendwo war denn das Ding hier? Hier. Hm? Nee. Da fahre ich jetzt aber rüber. Ich finde einfach keine Rampe. Die Dinge, die ploppen so spät auf, diese kleinen Mini-Rampen hier im Flughafen, das ist voll schwer. So, jetzt aber. Oh, ich glaube, ich bin nicht schnell genug. Egal, ich probiere es trotzdem. Eine Mini-Rampe. Ja! Oh, ja. Geschafft. Geschafft. Jawohl, oh, vier fahren. Stück. Ich hätte wirklich am Flugplatz bleiben sollen, Alter. Ich fahr's auch weg vom Flugplatz. Das war eine alberne Taktik, aber da sind ja Rampen, ne? Ja, es gibt hier zwar ganz viele Rampen, aber ich habe jetzt jede Rampenart sozusagen einmal gemacht. Da würde ich sagen, okay, das war's jetzt hier. Was mache ich jetzt hier? Komm! Oh! Ich komme nicht aus dem Flughafen raus. Das klappt einfach nicht. Kev, wie bist du aus dem Flughafen raus? Ich war nicht mal, sie waren nicht richtig drin. Du warst nie drin auf dem Flugplatz? Achso. Nie richtig. Komm schon, hier muss doch irgendwo eine Rampe sein, das ist ein Industriegebiet, Alter. Hier ist doch eine Rampe irgendwo. Ich komm nicht vom Flughafen runter. Verdient, sag ich dann nur. Wieso verdient? Ich hab nichts getan. 4 Punkte, aber du hast 3 und es ist 2,50 nur noch. Und ich finde hier keine Rampe, ich bin jetzt hier. Ja, ich hab nur noch 2,50. Hier sind keine Rampen, Dener! Ich bin jetzt hier raus, Vier. Das kann nicht sein! Und die eine hohe Rampe am Flughafen habe ich noch nicht benutzt, also die nicht im Flughafen ist, sondern hier ein bisschen draußen. Kev, das wird ein Salto. Und ist immer noch knapp, Kev, aber du schaffst es im Moment nicht. Das ist aber dein Problem. Ja, weil hier einfach gar nichts ist. Ich sehe hier nur ganz kleine Rampen, aber die reichen nicht für ein Frontalsalto. Ja, Kev, also ich schaffe auch Frontalsalto, selbst wenn ich das nicht möchte, durch irgendwelche Unfälle einfach. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das davor hingekriegt habe. So, mein Auto ist fast kaputt, aber ist mir egal. Ey, das Ding ist, muss ja auf so ein Scheißauto wechseln und das läuft zu langsam einfach. Oh, aber das ist.
ist keine richtige, ist nur die ganze Zeit so sein. Ah, oh, das zählt nicht. Oh, jetzt. Ja! Boah, war da einer dabei? Ich hab euch eine verdammte Rampe gefunden. Ja, ich zähle das jetzt hier mal nicht, aber ich glaube, da war einer dabei. Ich weiß, wieso ich verloren habe. Warum? Was dumm war, in die Kanalisation gefahren bin und ein Auto jetzt habe, das mal übelst langsam ist. Das heißt, hat ja Vorteile en masse. Dein dreht sich schneller, beschleunigt schneller und ist einfach schneller. Aber dafür ist meins fast kaputt. No, fuck you! Du scheiß Passanten, Alter. Ich bin auch immer noch bei. Ich bin immer noch bei 4, aber deswegen kann ich das nochmal benutzen, weil es ja nicht gezählt hat gerade. Benutzt es. Ja, mach ich auch. Ich nutze auch gerne benutzte Kondome. Du? Du. Hey, ja, nee. Warum ist da ein Zaun? Da wüsste ich aber. So, jetzt aber. Oh, einen habe ich. Einen habe ich, zweiten schaffe ich nicht, aber lande ich lieber perfekt. Jawohl, perfekt gelandet. Es zählt sogar, ich habe die Monsters dann abgeschlossen. Jawohl. So, das heißt, ich habe 5. Nee, das kann nicht sein, ich komme hier einfach nicht ran. Ich habe 5 und jetzt fahre ich auf dem Flughafen weg. Das reicht jetzt wirklich mal hier. Ich komme hier aber nicht ran an den Speck, Junge. Kev, ich fahre jetzt hier einfach weg. Du kannst fast jeden, mit fast jedem Monster dann kannst du das machen. Du musst ja, du musst halt deine innere Luft lenken, ne? Du scheiße und meine Hand, mein scheiß Mechaniker will mir keins mehr schicken. Ja, dann musst du halt ein geiles Auto finden. Ja, das ist in der Nacht in der Industrie. Pass auf, ich fahre jetzt einfach hier runter von der Autobahn und. Und noch ein Na, es war nur seitlich hier, aber es ist. Aber was blockst du mich, du Hure? Keine bösen Wörter. Ey, komm! Für so eine Challenge ist doch jetzt scheiße. So macht die wirklich gar keinen Spaß. Mein Auto ist scheiße? Ja, hol dir ein anderes. Mein ist komplett kaputt. Ja, das ist scheißegal, ob deins kaputt ist. Du hast einen Sportwagen. So, aber kein Supersportwagen. Du hast einen Supersportwagen, ich habe einen Sportwagen. Wer sein Auto kaputt macht, ist selber schuld. Du bist selbst schuld, Alter. Chakos hier, Alter. Die ramme ich jetzt frontal, wenn mir scheißegal. Ich gebe auf. So. Ich hab keine Chance, nur ein. Die Challenge ist auch jetzt vorbei. Die Challenge ist vorbei. Was soll ich dazu sagen? Es ist eben schon vorbei. Jetzt ist vorbei. Doch, jetzt ist vorbei. Ich habe gerade die Timer-Aussage hier falsch interpretiert, weil er zählt immer neu los, wenn die vorbei ist. Jetzt ist er aber vorbei. Jetzt ist die vorbei. Könnt ihr ja selbst nachgucken, so auf mit. Komisch, wie das war. Ja, hätte nicht gewinnen können. Ja, das ist wahrscheinlich ich nicht. Ich damit irgendwo zwischendurch, aber nee, das geht nicht. Hättest du wahrscheinlich nicht vom Flughafen abhauen dürfen, ne? Ja, ist wirklich so. Aber trotzdem war es da knapp. Oh, mein Auto ist kaputt, Kev. Verdient. Es geht einfach nicht mehr. Dein Auto sollte eigentlich verschrottet werden nach dieser Aktion. Mein Auto geht einfach gar nicht mehr. Es wird nicht mal mehr auf der Karte angezeigt, so kaputt es ist. So, jetzt will ich wenigstens... Ich glaube, ich muss jetzt anrufen, weil es kaputt ist. Mein Auto wieder liefert. Komm, liefer es. Liefer es. Diese Morse Mutual Insurance. Ich muss das jetzt neu holen von denen, glaube ich. Hello. Ja, da kannst du dir auch holen, wenn es verschrottet wurde. Das hat 1800 gekostet, ich habe fast kein Geld mehr, das ist doch zum Kotzen. Ja, also bei mir spielt ja Geld keine Rolle mehr. Ja, ich weiß, Kev, aber bei mir schon. Ich bin auch down to earth hier ein bisschen. Ah, jetzt ist der Mechaniker auch mal bereit, ne, aus dem Chaco, Alter. Jetzt bringt er es mir. It's coming at you. Oberfell. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Adder überhaupt kriegen kann. Kaufen? Nee, hab ich nicht. Ich hab den glaube ich, da weggenommen irgendwo. Nee, ich glaube, den musst du kaufen. Weiß ich nicht, ich hab den auf jeden Fall. Ich glaube, den musst du kaufen auf einer anderen Website, vielleicht nicht auf der normalen, keine Ahnung, aber es, ich glaube, den kauft man nicht. Ich finde, der kostet auch eine Million, das ist doch der berüchtigte Millionenwagen, Kev. Ja. Ach, Kev, ich komme jetzt zum Trösten. Ich mag ihn nicht mehr. Ich mag den lieber, den. Ich finde ja auch, okay. Ich fahre gerade durch die City und ich finde einfach mal gar nichts. Also wirklich nichts. Okay. Also, vorne ist zwar irgendwo so ein Berg, aber das Ding ist, so ein Frontalsalto oder Rückwärtssalto, der scheint mir nahezu unmöglich zu sein die ganze Zeit. Bist du gerade in deinem Auto? Obdachlose, bam, überfahren. 20 Punkte, wie beim GTA 1 fahren. Das war so. Echt hart. War das nicht deswegen in Deutschland sogar indiziert oder in der deutschen Version nicht drin? Keine Ahnung, ich habe immer die amerikanische gespielt, weil die deutsche Version immer auf die Eier ging. Das wurde ja alles zensiert. Nein, und Cap wir haben eine Jahren. Challenge, die zu hardcore für Dena ist, das möchte ich aber bitte auch sagen an dieser Stelle. Darf ich das sagen? Oder? Ja, kannst sagen. Und zwar hatte ich am Anfang erstmal die Challenge, war mit den, ich wollte mit Werker mit dem Fahrrad über mehr Penner rüberspringen. Es gibt ja Obdachlose, die mal unter den Brücken hausen hier. Und, oder wer schlägt mehr Obdachlose zusammen in einer bestimmten Zeit und... Ich fand ja schon das mit den Nutten ziemlich hart, aber das hat er ja noch gemacht. Dena ist halt nicht so der Freier, ne? Aber Obdachlos zusammenschlagen ist dann eine Nummer zu hart für mich. Den hat eine engelsweiße Weste.
Man kann das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Genau. Genau das ist es. Oh lol. Verschluss, wo bist denn du? Auto wieder kaputt gemacht. Echt? Ich dachte, das wäre eine Rampe, aber die Rampe hat direkt in den See reingeführt. Oh ja, ich sehe es. Da hinten schwimmst du. Ja, geil. Und ich hoffe, ich habe 2 Sterne. Ciao. Ich hau ab, Baby. Ja. Die Polizei ist sauer auf dich, ne? Ich weiß. Deswegen schwimme ich ja. Jeder ist sauer auf dich. Schwimme nur. Jeder ist sauer auf dich. Du hast böse Dinge. Die Community steht hinter mir. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß halt gar nicht. Hilfe. Hilfe. Auf den Stein kann ich. Ja, ich bin so los. Komm ich jetzt hier raus? Kann nicht überall raus. Vorne war eine Treppe. Schwimm, Vater, schwimm! Da, Kev. Da, Kev, komm her, komm her. Du willst nur mir eine Überraschung geben. Nein! Ja, schwimmst du da unten? Nein. Das bin ich nicht, es ist ein NPC. Warte, bevor du was machst, möchte ich dir was zeigen. Nein, ich töte dich dabei nicht. Versprochen. Bitte töte mich jetzt nicht. Okay. Wieso hinter den Kanister nicht? Zwar. LOL! Hat der Kanister aber losgelassen! Hä? LOL! Er hat den Kanister gehabt und direkt weggeworfen, ist wieder ein Stern. Oh, Wasserbombe. Was machst du? Kev, nicht, das macht. Nein, Kev, das ist teuer für dich, Wie teuer? Das war Tränengas. Achso. Das war Tränengas! Ja, aber das ist mein Auto. So. Und hier fahre nur ich mit. Deathmatch. Okay, Kev, wenn du möchtest. Nimm es an. Zeig, wo. Ich hab's angenommen. Nimm es einfach an. Ich hab's angenommen. Nimm es an. Der ist verständlich, hab's angenommen. Boah, mein Gott. Ja, ich musste gerade ein bisschen weg, weil meine Polizei gekommen ist. Weil man die Polizei nervt im Deathmatch. Ja, stimmt. Ja, dann lass dich mal töten. Wo bist denn du? Oh mein Gott, scheiß Polizei, wehe ich, wenn mein Auto wird beschlagen. Okay, wenn mein Auto ist beschlagen, dann wird das jetzt zum Kotzen. Ich hab keinen Bock, dass mein Polizei. La 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 la! LOL! Was? Wo bist du? Mann! Nice one, Baby! Mann! Wir wollen auch die Bullen jetzt. Ins Auto einfach. Oh, wer, verdammte scheiß Auto ist jetzt beschlagnahmt. Wirklich. Verdient? Ne, das wäre unverdient. Was verdient ist, ist voll. Ey, verfolgt ein Heli. Ja, das verdient. Ey, im Singleplayer ja? hat zum ersten Mal ein Heli, also ein Polizeiheli, ist neben mir gelandet. Echt? Ja, so normalerweise lassen sie die Dinger ja runter einfach. Oh mein Gott, Polizei, pass mal auf. Die sollen mal chillen, Alter. Runterkommen von ihrem Berg des Zorns. Die Revolution ist vorbei. Leute, ich helfe euch, Kein Ding für den King. Kein Ding für den King. Wo bist du? Oh, ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist über mir! Ah, nein! Punkte, ja. Baby! Scheiße! Jetzt kann ich mich ja killen lassen. Scheiße, das war doof von mir. Aber ich musste da auch campen, weil die Bullen hätten mich ja hier getötet. Was soll ich machen? Ich laufe jetzt einfach kurz sagen, Alter. Mann, ich hätte dich jetzt bekommen. Hallo! Ich hätte dich gerade bekommen. Neben 80 stand's da ja, ne? Ja! Das war ja nicht schlecht, Spawner, Kev. Ich bin gespawnt. Spawn. Alter, ist das für ein hässlicher Kreis hier? Ja, zum Kotzen. Das Gebiet ist echt zum Kotzen, ne? Ich. Ja, komm schon! Ja! Verdammter Mist! Abgegriffen! Das darf doch nicht wahr sein, Kev! Abgegriffen und schöne 15 Dollar noch von dir abgestaubt. Ja, die kannst du ruhig haben, Kev. Dollar abgestaubt. Die kannst du haben, I don't give a fuck. Leute, ich kann ins Klärwerk springen. Ja, Kev, ich glaube, da fühlt sich Pudel wohl. LOL! Was los, bist du da drin? Stirbst du da drin? Ja, ich bin runtergejumpt, Alter. Was will ich denn für einen Planeten? Hey. Uiuiui. Wow! Wo?
Verdammt. Kriegst du Damage? Was denn? Ah! Ja! Nein, du wusstest es, du wusstest es. Ich wusste echt nicht, wo du bist, die ganze Zeit nicht. Ich hab auch, das Komische, er hat einfach durch das Holz geschossen, glaube ich, ne? Nee, als du rüber warst, habe ich dich erst getroffen. Hast du Schaden gekriegt am Anfang? Ja. Nee, oder? Ich glaube nicht, nee. Bei Schaden hat er durch das Holz keinen Damage gemacht. Ja. Hey, gib mir dein Auto. Ey, renn nicht weg. Falsche Richtung. Ich bin doch zu dir, aber ich bin so echt kacke gespawnt, dass ich komplett einmal ums Gebäude laufen muss, weißt du? Okay. Echt uncool. Du bist auf dem Dach, das sehe ich doch. Ja. Kleiner Chaco. So, hier ist Stacheldrahtzeug, ich muss noch weiter rumlaufen. Jeff. Komm zu mir, Kleiner. Wo bist du denn? Ha? Ja, hier, wo mein Punkt ist auf der Karte. Das kann nicht sein. Doch. Ich sehe den Punkt gerade mit Sniper an, da bist du nicht. Ja, wer weiß. Vielleicht bin ich auch ganz woanders. Vielleicht habe ich eine geheime Fähigkeit eingesetzt, dass ich ganz woanders bin als das. Und wieso hast du eine Sniper? Das, ich habe nur eine Makro, nur eine MP. Da musst du auch mitspielen. Das ist dann so unfair. So. Nur mit gleichen Waffen. Das ist dann zu einfach. Da ist ein Zug. Nein! Fahr weg! Der Zug ist mein Schutz. Kev, ja, du fährst jetzt weg. Genau, du Spasti. Zug ist mein Schutz. Draußen. Du fährst weg, weil noch 20 Sekunden sind. Genau so läuft das natürlich beim Deathmatch, Kev. Pussy! Ey, ich hab mich gerade aber gerade mein Leben gerettet. Ja, durch Leben wegfahren. Gerettet. Durch wegfahren. Durch wegfahren, Kev. Billig, 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 ne? Ja, ja. Ja, ja. Genau. Das billig ist das, Kev. Billig! Nein! 2-3 und das nur, weil du weggefahren bist, sonst wär's 3-3 da gewesen. Nein, voll nicht. Wer weiß, Kev, wer weiß. Aber wegfahren ist nicht cool. Ja, das sagen sie alle. Ja, aber gut, das ist Kev braucht ja nochmal, Kev braucht jetzt nochmal ein bisschen ein positives Erlebnis, würde ich mal sagen. Nach der Challenge. Aber die Challenge war trotzdem cool. Du darfst die Erfolge ne? nicht runtermachen. Das war ein fairer Kampf. Nee, fand ich nicht. Wenn es in einem Deathmatch nicht erlaubt gewesen wäre, dann stünde das doch. Kev, nur weil ich kein Geld habe und mir kein Scharfschützengewehr leisten kann. Hey, ich hab mit M4 geschossen, nicht mit Scharfschützengewehr. Ja, also zwischendurch meinst du, ich visier dich gerade an. Ja, weil ich dachte, als du auf dem Dach standest, habe ich dich von ganz weit weg anvisiert. Ja. Zu dir rübergekommen. Ja. Das war auf jeden Fall, war trotzdem cool. Haben wir einmal diese Out-Challenge gemacht. Jetzt nochmal hier ein bisschen klassisches Deathmatch. Einmal mal raufballern. Malern to the wall, to the hallern. Das muss auch mal wieder sein. Ja, dann würde ich mal sagen, lieber schnell die Folge beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben. Schaut bei Kev vorbei. Seine Sicht ist auf seinem Kanal. Sein Link ist in der Beschreibung. Komm schon, kill him! Kill 10. Na gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Link zu denen in der Beschreibung. Bleibt geil und macht gut weitere Challenges in die Beschreibung. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, die Polizei, die muss dran glauben, denn der Diener ist jetzt auf und davon. Das bedeutet auch, diese Folge ist vorbei. Also vielen Dank fürs Zuschauen, dann rein bis nächstes Mal. Alles gut, ciao.